Macht euch bereit für eine Reise, die niemand wagen würde. Zur Sonne. Außerhalb der Schutzhülle unserer Atmosphäre wäre man der tödlichen Strahlung ausgeliefert. Durch die ultravioletten Strahlen hätte man in Sekunden einen Sonnenbrand, dann Hautkrebs, schließlich grauen Star. Die Hände wären heiß genug, um Blei zu schmelzen. Im Schatten allerdings würden die Füße tief gefrieren. Wir reisen nun in das heiße Herz unseres Sonnensystems. Hier bauen unsichtbare Kräfte Feuerbögen auf, so groß, dass sie die Erde verschlucken könnten. Sonneneruptionen durchbohren den Weltraum mit ungezügelter Energie. Neben einer solchen würde die Erde in Sekunden verdampfen. Säulen aus heißem Wasserstoff. Diese rote Prärie können wir von der Erde aus nicht sehen, weil uns das helle Licht darunter blendet. Hitzeschwaden steigen auf und fallen. Jede ist fast doppelt so groß wie Deutschland und über 1600 Kilometer tief. Noch tiefer, im nuklearen Zentrum, ist es über 16 Millionen Grad Celsius heiß. Die Erde ist weit genug von diesem Inferno entfernt. Während andere Planeten erfrieren oder verbrennen, hat sie mit knapp 150 Millionen Kilometern einen idealen Abstand. Näher dran und die Meere würden verdunsten. Weiter entfernt und die Erde wäre ein gefrorenes Ödland. Und das alles kommt durch die wilde Sonne. Ohne dieses Kraftwerk wären wir in wenigen Monaten unter Eis begraben. Wir verdanken dieser wilden Sonne unser Leben. Die Sonne erhält das Leben auf der Erde. Ihre Wärme lenkt unser Wetter. Sie zieht das Wasser aus den Meeren und bewegt es über die Kontinente. Regen und Schnee machen das Land bewohnbar. Doch die Sonne bringt uns nicht nur Wärme, sondern auch Licht. Pflanzen nutzen das Sonnenlicht zum Wachsen. Ein wahres Wunder. Durch Photosynthese verwandeln sie Wasser und Kohlendioxid in Kohlenhydrate und so wird Sauerstoff freigesetzt. Wie die Pflanzen können auch Tiere die Energie aus der Sonne verwerten. Die Wärme im Körper jedes Tieres war ursprünglich Sonnenlicht. Ohne diese Wärme könnte zum Beispiel das Krokodil sein Fressen nicht verdauen. Die Wärmebildkamera zeigt warme Stellen, Schuppen, die sich entwickelt haben, um die Sonne aufzusaugen. Sie absorbieren die Hitze und leiten sie in den Blutkreislauf. Ohne Wärme würde das Fressen im Magen des Alligators verrotten. Auch wir liegen gerne in der Sonne. Wenn wir das tun, werden wir nicht nur braun. Unsere Haut produziert in chemischen Reaktionen, ausgelöst durch die Energie aus dem Sonnenlicht, die Bestandteile lebenswichtiger Vitamine. Wir verdanken diesem natürlichen Kraftwerk unser Leben. Sein Treibstoff ist die einfachste Chemikalie im Universum, Wasserstoff. Dieses Gas ist leichter als Luft und ließ einst Luftschiffe fliegen. Das Jahr 1937. 70 Tonnen Wasserstoff lassen die Hindenburg über New Jersey treiben. Doch ein Funke entzündet sich. Durch eine chemische Reaktion brennt das Gas. In einer nuklearen Reaktion, wie sie auf der Sonne stattfindet, hätte derselbe Wasserstoff ganz New York zerstört.
Deshalb betrachtet man die Sonne besser aus sicherer Entfernung. Hier am Big Bear Mountain Lake ist die Luft kühl und ruhig. Es gibt kein Hitzeflimmern. Das Teleskop im Big Bear Observatorium kann das grelle Licht aus der Sonne filtern. Es ist auf eine spezielle Farbe eingestellt und enthüllt eine neue Sonne. Die Sonne blendet nicht mehr und man sieht nur das Licht, das vom heißen Wasserstoff erzeugt wird. Jetzt tauchen die Merkmale der Sonne auf, an denen man ihre Verfassung erkennen kann. Diese beeinflusst wiederum die Erde. Die kleinen Vertiefungen sind kühlere Regionen, Sonnenflecken an einer kochenden Oberfläche. Diese Aufhellungen sind Verletzungen, die aufbrechen. Sie scheinen heller und heißer im Wasserstofflicht. Diese Lichtflecken gehören zu den helleren Stellen. Enorme Filamente, Gasbögen, die sich über die Oberfläche krümmen. Von vorne sieht man dunkle Linien, die sich über die Sonne schlängeln. Wenn man sie im Gegenlicht betrachtet, erkennt man sie als Protuberanzen. Sie sind groß genug, um die Erde zu umschlingen. Die Sonne birgt viele Geheimnisse, über die uns die Reichweite der Strahlung, welche die Sonne in den Weltraum schickt, Aufschluss gibt. Dem Internet ist es zu verdanken, dass man kein Observatorium besuchen muss, um die Sonne zu beobachten. Der Professor und Autor Ken Lang arbeitet zu Hause in Boston. Er widmete den größten Teil seiner Karriere der Frage, wodurch die Sonne scheint. Das Geheimnis ist ihre Fähigkeit, Wasserstoffatome so stark zu verdichten, dass sie fusionieren und Helium bilden. Die Sonne scheint durch Kernfusion, der Verschmelzung von 4 Wasserstoffatomen zu einem Heliumatom. Erst verschmelzen 2 Wasserstoffatome, ein drittes kommt dazu und ein viertes. Aber das Helium wiegt weniger als die 4 Wasserstoffatome, aus denen es entstand. Diese Differenz wird als Energie abgegeben und treibt die Sonne an. Nur ein paar Pfund Materie erzeugen die Energie einer Wasserstoffbombe. Die Sonne setzt in jeder Sekunde die Energie von 1 Million Wasserstoffbomben frei. Doch etwas hält sie davon ab, zu explodieren. Die Schwerkraft. Mit ihrer Kraft hält sie das nukleare Monster in Schach. Die Schwerkraft verdichtet die Sonne. Ihr Inneres heizt sich dadurch auf. Die Teilchen bewegen sich schneller und die Kernfusion verläuft rasanter. Das erzeugt einen Druck, durch den sich die Sonne ausdehnt und so wieder abkühlt. Doch wenn sich die Sonne durch die Kernfusion ausdehnt, zwingt die Schwerkraft sie wieder zurück. Der Kern erwärmt sich erneut, die Kernfusion steigt. Und so geht das hin und her. Es ist wie bei einem Tauziehen, bei dem es keinen Sieger gibt. Es begann vor 5 Milliarden Jahren. Kosmische Trümmer verbanden sich durch die Schwerkraft zu einer Wolke. Im Kern wurde es dichter und heißer. Gas und Staub verschmolzen. Kometen rasten auf die neugeborene Sonne zu. Heute kann man mit dem Hubble-Teleskop denselben Prozess überall am Himmel beobachten.
Unsere Sonne ist nur ein Stern unter Milliarden. Mit dem Hubble-Teleskop sieht man Sterne jeden Alters, verbunden durch einen gemeinsamen Lebenszyklus. Sterne werden aus anderen Sternen geboren. Ein gewaltiger Stern explodiert und verstreut seine Asche ins All. Seine Überreste gesellen sich zu denen unzähliger anderer Explosionen. Diese Asche bildet die Saat für neue Sterne. Der Adlernebel, Schmelztiegel der Schöpfung. Gewaltige Wolken aus lang verglühten Sternen. Im Inneren warten Sterne, Planeten und vielleicht sogar Leben auf die Geburt. Doch im Gas und Staub, aus dem der Orionnebel besteht, hat die Schwerkraft schon an den Trümmern gezogen und ein Himmelsfeuer entzündet. Neue Sterne, die Milliarden Jahre scheinen werden. Doch von den Sternen wieder zurück zur Sonne. Was man in der Sonne sieht, hängt von der Betrachtung ab. Zu den sichtbaren Farben kommen noch unsichtbare Röntgenstrahlen, UV-Strahlen, Infrarotstrahlen und Radiowellen. Das Interessanteste an der Sonne spielt sich im Bereich der unsichtbaren Wellenlängen ab. Jede neue Wellenlänge zeigt ein anderes Bild. Doch weil die meiste dieser unsichtbaren Strahlung von der Atmosphäre absorbiert wird, senden wir Satelliten nach oben. 5, 4, 3, 2, 1. Cape Canaveral, Dezember 1995. Der Satellit SOHO hängt an einem speziellen Punkt im Weltraum, wo die Anziehungskraft der Erde ebenso stark ist wie die der Sonne. Dieser solarbetriebene Sonnenbeobachter wird von beiden Planeten in der Balance gehalten. Das Goddard-Raumfahrtzentrum der NASA. Hier studieren Wissenschaftler die Bilder, die SOHO über mehrere Jahre an die Erde geschickt hat. Doch im Jahr 1998 blieben die Bilder aus, als sich SOHO von der Sonne wegdrehte und an Kraft verlor. Man hoffte, dass sich das Raumschiff wieder zurückdrehen würde, und langsam tat es das. Hier sind die Bilder aus der SOHO-Galerie. Wenn unsere Augen ultraviolette Strahlung sehen könnten, würde die Sonne in etwa so aussehen. Die Röntgenansicht zeigt helle, heiße Flecken. Im Heliumlicht sieht man den turbulenten Rand der Sonne. Hier werden Gase durch eine unsichtbare Kraft bewegt. Magnetismus formt die Sonne. Die Muster, die man auf der Sonne erkennt, sind dieselben wie bei den Magnetfeldlinien um einen Stabmagneten auf der Erde. Magnetism. Der Magnetismus modelliert, formt und begrenzt die Sonne. Er löst heftige Explosionen aus und erwärmt die Korona. Die Sonne wird von unsichtbarem Magnetismus beherrscht. Durch die Hitze der Sonne werden ihre Wasserstoffatome auseinandergerissen. Übrig bleibt Plasma, ein brodelndes Feuer aus elektrisch aufgeladenen Teilchen. Durch den Magnetismus wirbelt das Plasma herum. Das hier ist ein Sonnentornado mit mehr als 1600 Kilometern Durchmesser. Unter seiner Oberfläche werden durch Konvektion Plasmaschwaden wie aus einem Dampfkochtopf gedrückt.
Weiter unten bildet heißes Plasma, das durch Magnetfelder gelenkt wird, Flüsse aus Feuer. Die Sonne ist immer in Bewegung. Hier sieht man, dass sich Plasma in Schichten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegt. Rot ist schneller, blau langsamer. Elektrische Teilchen wirbeln im Inneren der Sonne umher. Am Äquator schneller, am Pol langsamer. Und dieser Geschwindigkeitsunterschied erzeugt den Magnetismus der Sonne. Das kann man mit dem McMath-Teleskop beobachten. Das Herz dieses Observatoriums ist ein Loch in einem Hügel mit einem Spiegel auf der Spitze. Don Jennings will hier den Magnetismus der Sonne beobachten. Obwohl davon auf der Erde nichts zu spüren ist, ist er nicht zu bremsen. Die Röhre, in die dieses Teleskop eingebaut ist, muss eine sehr konstante Temperatur haben. In einem Berg wie diesem kann man es wie in einer Höhle lagern. In der Röhre ist die Luft weniger turbulent als draußen und erzeugt ein schärferes Bild. Der Spiegel auf der Spitze zieht die Sonne an und schickt einen Strahl ungefähr 90 Meter tief zu einem anderen Spiegel. Der nimmt den Strahl auf, fokussiert ihn und erzeugt ein Bild genau da, wo wir unsere Instrumente haben. Sehen Sie den großen Sonnenfleck? Was ich erstaunlich finde, ist der Fleck hier hinten. Es sind also zwei Sonnenflecken. Oh ja, nicht nur einer. Und wie sollen wir sie aufzeichnen? Setz die Blende hier an. Don und Pedro Sada kartografieren Magnetfelder. Ein schwieriger Job, denn die Landschaft und die Sonnenflecken verändern sich ständig. Bei Sonnenflecken ist das Magnetfeld sehr stark und die Aktivität auf der Sonnenoberfläche sehr hoch. Wir wollen die Struktur der Magnetfelder rund um die Sonnenflecken beobachten und dabei auch sehen, wie sie sich im Laufe von Stunden oder Tagen verändert. Für die Beobachtung des heißesten Planeten müssen Sie sich zunächst mit dem anderen Temperaturextrem befassen. Wir müssen unsere Anlage mit flüssigem Helium und flüssigem Stickstoff füllen, denn der Sensor im Inneren kann nur richtig funktionieren, wenn die Temperatur nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt ist. Hier sehen Sie Helium, das austritt und die Bildung von Wasserdampf in der Luft verursacht. Aber das hier ist mehr als Rauch und ein Spiegel. Es geht um ernsthafte Wissenschaft. Don und Pedro können zwar den Magnetismus der Sonne nicht direkt messen, wohl aber seine Auswirkungen sehen. Der Sensor beobachtet die Infrarotstrahlung der Sonne und misst kleinste Farbveränderungen. Jetzt kann es losgehen. Don, könntest du die Filter einsetzen? Dann stelle ich die Lochblende ein. Gut. Starke Magnetfelder ändern die Farbe von einem Teil des Sonnenlichts. Don und Pedro wissen, wie die Farbe sein sollte. Anhand der Abweichung können sie die Stärke des Magnetismus um einen Sonnenfleck aufzeichnen. Okay, Don, ich stelle die Kamera scharf, damit wir den Sonnenfleck besser sehen. Okay, tu das. Auf ihrem Bild kann man sehen, wie sich der Magnetismus um Sonnenflecken verhält. Das Magnetfeld, das aus diesem Sonnenfleck kommt, ist wie eine Fontäne, die sehr konzentriert aus der Mitte ausbricht und sich dann ausbreitet. Gewöhnlich treten Sonnenflecken paarweise, manchmal auch zu mehreren auf. Das Magnetfeld kommt aus einem Sonnenfleck heraus, also etwa dem Nordpol, wie beim Magnet, und geht in einen anderen Sonnenfleck hinein, welcher der Südpol wäre. Im großen Magneten Sonne gibt es weitere Magneten. Das Sonnenplasma steckt die magnetischen Feldlinien zwischen dem Nordpol und Südpol ab. Bei steigender Sonnenaktivität wird der Magnetismus komplexer. Die Oberfläche verwandelt sich in ein magnetisches Durcheinander, wodurch noch mehr Sonnenflecken hervortreten.
Die Sonnenflecken sind dunkel, weil sie weniger heiß sind als der Rest der Sonne. Die Flecken entstehen dort, wo das Magnetfeld am stärksten ist. Das unsichtbare Kraftfeld hält hier die Hitze von der Oberfläche ab und kühlt sie. Wenn man im Mittelpunkt eines Sonnenflecks stehen könnte, würde man sehen, dass er leicht vertieft ist. Er sieht wie ein Teller aus. Die magnetischen Feldlinien der Sonne erstrecken sich weit in den Weltraum. Manchmal folgen sie heißen Gasen und bilden gewaltige Bögen. Das sind Protuberanzen. Ihre Feldlinien sind wie unsichtbare Fäden, die das Plasma herausziehen. Es kann wochenlang über der Sonne schweben. In der Nähe einer Protuberanz würde man einen Bogen sehen, der vielleicht Tausende von Kilometern groß ist. Das Magnetfeld selbst sieht man nicht, nur die leuchtenden Stoffe, die daran entlangfließen. Bögen aus Gas würden von der Erde bis zum Mond reichen. Wenn die magnetischen Feldlinien eine Protuberanz bilden, folgen sie der gleichen Form, wie man sie bei einem Stabmagneten sehen kann. Oft beginnen sie als kleine Bögen und wachsen dann in die Höhe. Manchmal brechen sie nach einiger Zeit auseinander, dann fließen die Stoffe hinaus ins All. Ein gewaltiges Sonnenkatapult schleudert Millionen Tonnen von Partikeln von sich. Es sieht langsam aus, aber es ist so schnell, dass es die Vereinigten Staaten in weniger als einer Minute überqueren würde. Schockwellen eines plötzlichen heftigen Energieausbruchs. Dabei wird ein Teil der aufgestauten Kraft frei, wie bei einem Dampfkocher. In ein paar Sekunden schleudert eine Sonneneruption so viel Energie heraus, wie sonst die ganze Sonne. Eine Sonneneruption kann für kurze Zeit der heißeste Ort auf der Sonne sein, heißer als der Kern. Eine Eruption ist eine Sonnenaktivität, so wie eine Protuberanz oder ein Sonnenfleck. Jedoch ist ihre Aktivität sehr stark und kurzlebig. Sie ist ein sehr plötzliches Strahlen, das einige Minuten dauert und bei dem Stoffe in den Weltraum geschleudert werden. Starke Sonneneruptionen sind ziemlich gefährlich, weil sie in kurzer Zeit sehr viel Material herausschleudern. Sie können den Radioempfang stören oder Satelliten beschädigen. Wir müssen wissen, wann eine Eruption ausbricht, damit wir uns darauf vorbereiten können. Es folgen die Sonnenwerte vom 28. Oktober. Sonnenfluss 108 in Boulder, A-Index 1-0. Wiederhole, Sonnenfluss 108. Boulder, Colorado. Hier ist das nationale Weltraumwetterzentrum. Hier im Weltraumwetterzentrum der NOAA überwachen wir die Sonne 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Der Boulder K-Index 0100 Stunden UT war am 29. Oktober 3, ich wiederhole 3. Heute überwacht Courtney Williamson das Wetter im All. Andere zeichnen die Sonnenaktivität auf. Die Aktivität der Sonneneruption macht uns Sorgen. Diese hellen Gebiete sind Gebiete mit starken magnetischen Feldern. Manchmal verzerren sich diese Magnetfelder. Wenn das der Fall ist, müssen sie ihre Energie loswerden, und das tun sie in Form einer Sonneneruption. 8 Minuten nach einer Eruption stürmen UV- und Röntgenstrahlen auf die Erde ein und legen die Kommunikation lahm. 1984.
Zwischen der Air Force One und der Bodenkontrolle ist jede Verbindung abgerissen. Als Präsident Reagan und seine Frau in China von Bord gehen, ist der Oberbefehlshaber des US-Militärs bereits stundenlang von jeder Information abgeschnitten. Sogar die Satellitenkommunikation ist beeinträchtigt. Bei einem Sonnensturm grillen Energiestrahlen die obere Erdatmosphäre. Die dünne Luft dehnt sich aus und zieht Satelliten herunter, die sonst weit oben kreisen. Eruptionen sind nicht die einzige Folge. Protuberanzen können als helle Bögen am Rand der Sonne auftauchen. Frontal betrachtet erscheinen sie wie dünne schwarze Striche. Dann haben sie einen anderen Namen, Filamente. Die dunklen Formen sind Filamente. Sie sitzen weiter oben in der Solaratmosphäre und brechen manchmal aus der Sonne hervor. Wenn sie ausbrechen, ziehen sie in den Sonnenwind und breiten sich in Richtung Erde aus. Der Solarwind ist ein Strom verkohlter Teilchen, der aus der Sonne kommt. Unsere Sonne bläst sich selbst davon und schickt in jeder Sekunde Tonnen von Elektronen und Protonen in den Weltraum. Den ersten Hinweis auf diesen Wind gaben uns vor Jahrzehnten die Kometen. ...1986. Als der Halley'sche Komet in die Nähe der Sonne kommt, verdampft Eis und Staub. 10 Jahre später ist der Komet Hale-Bopp zu sehen, mit 2 Schweifen. Einer ist gelb und besteht aus Staub und Schmutz. Der andere ist blau. Er besteht aus glühendem Gas und aufgeladenen Partikeln und bläst wie ein Windsack immer in Richtung Sonnenwind. Der Schweif weist immer von der Sonne weg. Es gibt aber noch bessere Möglichkeiten, den Sonnenwind im All zu beobachten. Satelliten versorgen die Monitore des Nationalen Weltraumwetterzentrums mit Daten. Das sind die Dichte, die Geschwindigkeit und die magnetische Feldstärke des Sonnenwinds. Mit diesen Angaben weiß Joe Kanchis genau, wie der Sonnenwind weht. Im Moment beträgt die Geschwindigkeit gut 1,5 Millionen Kilometer pro Stunde. Wäre sie doppelt so hoch, hätten wir die Bedingungen für einen starken geomagnetischen Sturm auf der Erde. SOHO erkennt den Sturm am Horizont. Mit Hilfe einer Scheibe, die das grelle Sonnenlicht verdeckt, sieht sie die Partikel, die aus der Sonne geschleudert werden. Diese treffen den Sensor der Kamera und blitzen auf. Bei jedem Stoß schlagen elektrisch geladene Partikel auf das Magnetfeld der Erde ein. Ein Bombardement, das verheerende Folgen für unseren Planeten haben kann. Dieses Computerbild zeigt das Erdmagnetfeld, als es 1997 von starken Windböen getroffen wurde. Das ansonsten ruhige Feld hier in Grau wackelt heftig, als Partikelwellen darauf einhämmern. Solche Stöße können das Hochspannungsnetz lahmlegen. Das wild wechselnde Magnetfeld wirkt wie ein Dynamo, der zusätzliche Elektrizität in die Kabel pumpt. Der Stromkreis hat Ausfälle, Sicherungen brennen durch. Quebec 1989. Heute Morgen wachten 6 Millionen Menschen in Quebec erstaunt im Dunkeln auf. Die Verantwortlichen von Hydro-Quebec glauben, dass die Sonne den Zusammenbruch verursacht hat. Dunkelheit in Montreal, aber Licht im übrigen Amerika. Die Partikel, die in Quebec die Lichter ausgehen ließen, fielen auf die Erde und lösten Polarlichter aus.
Hochgeschwindigkeitselektronen bewegen sich kaskadenförmig entlang der Magnetfeldlinien der Erde. So wie das Gas in Neonlampen durch Elektrizität leuchtet, verbinden sie sich mit Sauerstoff und leuchten. Obwohl das NOAA Weltraumwetterzentrum die beste Technik zur Warnung vor Solarstürmen hat, braucht es noch das menschliche Auge, um feinste Änderungen zu bemerken. Larry Coombs beobachtet, wie sich die Aktivität aufbaut. Er sieht etwas Großes kommen. Wir rechnen um das Jahr 2000 herum mit einer Periode maximaler Sonnenaktivität. Dann werden wir viel mehr Sonnenflecken sehen können als jetzt. Mit diesen Sonnenflecken gehen gleichzeitig aber auch mehr Störungen auf der Erde einher, die von der Sonne verursacht werden. Die Solaraktivität nimmt zu und schwindet wieder. Etwa alle 11 Jahre dreht sich das Magnetfeld wie ein elastisches Band, bevor es umschnappt. 1985. Der Solarzyklus beginnt ruhig mit großen grauen Bereichen neutraler Magnetfelder. 5 Jahre später ist die Aktivität gestiegen. Diese Flecken entstehen durch den Sog vieler Magnete. Auf dem Höhepunkt 1991 gibt es einen Tumult magnetischer Störungen. Dann beruhigt sich der Magnetismus, die Sonnenflecken verblassen. 5 Jahre später ist es wieder ruhig. Ein neuer Zyklus beginnt. Die nächste maximale Sonnenaktivität steht bevor und das Weltraumwetterzentrum nützt die Ruhe vor dem Sturm. Terrestrische Bedingungen für die nächsten 24 Stunden. Niedrige Sonnenaktivität, das erdmagnetische Feld wird ruhig sein, auch wechselhaft. Diese Lichter waren einst Sonnenlicht. Pflanzen und Tiere saugten die Sonnenenergie auf, bevor sie zu fossilen Brennstoffen wurden. Das Glitzern von Milliarden von Sternen, von Millionen nuklearer Motoren funkelt am Himmel. Auch der Mondschein auf diesem Baum ist Sternenlicht. Wir sehen den Mond nur, weil die Strahlen der Sonne auf ihn treffen. Doch es hat Millionen von Jahren gedauert, diese Energie als Kohle und Öl nutzen zu können. Gibt es nicht einen schnelleren Weg? Die Energiemenge, die von der Sonne kommt, ist gigantisch. Wenn wir die Energie, die an einem Tag auf die Erde trifft, sammeln und speichern könnten, würde das den gesamten Energiebedarf der Erde für 30 Jahre decken. Wenn wir die Energie nur sammeln könnten. Beim Thema Solaranlage denkt Dave Ripp in großen Dimensionen. Wir sind in Barstow in Kalifornien. Wir sind hier in der größten Solarenergieanlage der Welt. Die Reflektoren haben eine Fläche von 3,5 Millionen Quadratmetern. Wir produzieren hier im Durchschnitt den Strom für etwa 50.000 Haushalte. In diesem riesigen Feld kann Dave ernten, obwohl er nichts angebaut hat. Wir sammeln die Sonnenenergie, indem wir sie mit diesen parabelförmigen Reflektoren in eine zentrale Röhre leiten. Darin ist eine Flüssigkeit, die sich erwärmt und dann diese Energie in Form von Wärme zu Wärmewandlern leitet, wo sie Dampf erzeugt. In der Röhre ist Öl, das durch die Sonnenhitze kocht. Es ist heißer als geschmolzenes Blei. Jeder Quadratmeter der Reflektoren sammelt genug Energie für mehr als 5 Fernsehgeräte. Von Sonnenlicht zu elektrischem Licht. Obwohl Dave 500.000 Reflektoren so angeordnet hat, dass sie die Sonne am ganzen Himmel einfangen, entwischen ihm einige Sonnenstrahlen. Wir haben jährlich etwa 30 bewölkte Tage und dazu noch einige teilweise bewölkte Tage. Doch die überwiegende Mehrzahl der Tage ist klar und sonnig.
Sonnenenergie wird uns niemals ausreichend mit Elektrizität versorgen. Doch warum die Energie eines 150 Millionen Kilometer entfernten Planeten sammeln? Gibt es nicht etwas Näheres? General Atomics, San Diego. Willkommen in der Sternenfabrik. Hier wagt man es, Atome zu verschmelzen. Auf eine Art sind wir hier eine kleine Sternenfabrik. Wir produzieren hier einige sehr, sehr heiße Dinge, viel heißer als alles andere auf der Welt. Rick Lee geht in die kleine, kringelförmige Kammer, wo Wissenschaftler versuchen, auf der Erde einen Stern zu schaffen. Er trägt Schutzkleidung, damit kein Schmutz in die Kammer gelangt. Das würde bei über 90 Millionen Grad Celsius unvorstellbaren Schaden anrichten. Diese Sonnenfabrik ist der neueste Vorstoß im 50 Jahre alten Traum von der Nutzung der Kernfusion. Mit all dem hier wird das nachgeahmt, was die Sonne in jeder Sekunde tut. Rick ist zwar Wissenschaftler, aber um in das Gefäß zu kommen, musste er noch eine andere Kunst erlernen. Es ist ein bisschen eng hier, wie bei einer Geburt. Aber wenn ich mich auf die Seite drehe und mich vorwärts schiebe, Moment, mich etwas drehe, meine Füße hier absetze und dann die Wand runtergehe, dann ist es nicht so schwer. Die Sonne presst die Atome mit Schwerkraft zusammen. Rick nutzt eine andere Kraft. Wir werden mit sehr starken Magnetfeldern arbeiten, um diese Teilchen so lange zusammenzupressen, bis sie verschmelzen. Man kann sich das wie eine geschlossene Magnetkammer vorstellen. Sie beginnen, eine kleine Menge Gas in den Ring zu leiten. Mit Hilfe von Elektrizität streifen sie seine Elektronen ab und verwandeln es in elektrisch aufgeladenes Plasma. Das kann dann durch Magnetismus bewegt werden. Es füllt ungefähr diesen Raum aus. Dann schalten wir die Elektromagneten an der Außenseite ein. Sie produzieren Magnetfelder, um das heiße Plasma auf ungefähr diese Größe zu pressen. Wobei der heißeste, also der dichteste Teil, ungefähr so groß wie mein Kopf ist. Plasma durch Magnetismus zu fassen, wurde mit dem Versuch verglichen, Gelee mit elastischen Bändern zu transportieren. Im Moment gelingt das nur ein paar Sekunden lang. Es wäre unglaublich reizvoll, auf der Erde eine Sonne zu betreiben. Schwerer Wasserstoff wäre ein billiger Treibstoff. Im Meerwasser gibt es eine Vielfalt davon. Die Nutzung der Kernfusion wäre für künftige Generationen eine billige Energiequelle. Sonnenfinsternis in der Karibik. Ein kosmischer Zufall. Der Mond hat die perfekte Größe und Entfernung, um die Sonne zu verdunkeln. Erst wenn die Sonne vollständig verdeckt ist, ist es sicher, die Schutzbrillen abzunehmen. Dann kann man die Außenhülle der Sonne, die Korona, erkennen. Obwohl schon drei Viertel verdeckt sind, ist immer noch heller Tag. Auf Curaçao sinkt die Dunkelheit herab. Der Mond verschlingt die letzten Reste der Sonne. Fast fertig. Nun, wo das blendende Licht verdeckt ist, kann man die Korona, die glühend weiße äußere Sonnenschicht, sehen. Ein winziges Licht taucht auf. Ein anderes um 7 Uhr. Es sind Jupiter und Venus. Obwohl die Erde dunkel ist, sind diese zwei Planeten Millionen von Kilometern entfernt von der Sonne beschienen. Hier unten ist es um 2 Uhr nachmittags dunkel wie in der Nacht.
Bilder von einer anderen Sonnenfinsternis. Nicht alle Magnetfelder bilden geschlossene Bögen. Manche dehnen sich nach außen und die Korona folgt ihnen. Die Feldlinien verlaufen geradeaus in den Weltraum und nur manchmal kann man eine Protuberanz sehen. Rechts lugt eine Spirale aus heißem Gas über den Rand des Mondes. Ein rosa Kringel, der nur während einer Sonnenfinsternis mit bloßem Auge zu erkennen ist. Die Sonnenfinsternis in der Karibik ist gleich vorüber. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Mondtäler brechen, sieht es aus wie ein Diamantring. Wissenschaftler wollen die Korona immer sehen können. Und weil Sonnenfinsternisse selten sind, schaffen sie sie selbst. Vor 70 Jahren entstand in diesem französischen Observatorium die Idee, eine kleine Scheibe vor das Teleskop zu montieren, um bei Sonnenschein eine Sonnenfinsternis zu erzeugen. So können sie sehen, was am Rand der Sonne passiert. Protuberanzen kommen und gehen wieder. Der Ausstoß von Partikeln füllt die Korona und schließt sich dem Sonnenwind an. Das gibt der Sonne einen roten Hof. Außerhalb unserer Atmosphäre fängt der SOHO-Satellit noch klarere Bilder ein. Wenn man hier ein Bild der Sonne einfügt, sieht man, wie durch die Oberflächenaktivität Teilchen in die Korona geschleudert werden. Doch von der Sonne kommt nicht nur Strahlung und Wind. Winzige Partikel, Neutrinos, strömen aus dem nuklearen Kern. Als Nebenprodukt der Kernfusion sind sie wie die Abgase aus dem Autoauspuff, die Aufschluss darüber geben, wie der Motor läuft. In Sudbury, Ontario, ist das Solar Neutrino Observatorium. Hier wurde über 1,5 Kilometer unter dem Boden eine enorme Höhle ausgehoben, die 3 Stockwerke hoch ist. Das Herz des Detektors, mit dem Neutrinos eingefangen werden sollen, ist ein riesiger Wassertank. Wenn wir Neutrinos sehen könnten, sähe das aus wie der heftigste Schneesturm, den wir uns vorstellen können. Neutrinos können alles überwinden. Durch 2 Kilometer Fels zu gehen, schaffen diese unhaltbaren Teilchen mit links. Für dieses Experiment braucht man schweres Wasser im Wert von 300 Millionen US-Dollar. Hier kommen weitere 6 Millionen Dollar. Schweres Wasser wird benötigt, weil es einen winzigen Lichtstrahl aussendet, wenn es von einem Neutrino getroffen wird. Dieser Strahl soll hier untersucht werden. Unterschiedliche nukleare Reaktionen setzen verschiedene Arten von Neutrinos frei. Die Art der Neutrinos und ihre Anzahl zeigen an, welche Reaktionen stattfinden. Kein anderes Experiment gibt so viel Aufschluss über den Kern der Sonne. Durch meine Fingerspitze gehen in jeder Sekunde ungefähr 100 Milliarden Neutrinos. Und dennoch, sogar in den 1000 Tonnen schwerem Wasser, welches das beste Medium ist, um Neutrinos aufzuspüren, produziert nur etwa einmal pro Stunde ein Neutrino einen Lichtstrahl, den wir sehen können. Wenn man, so wie wir, 2 Kilometer unter der Oberfläche ist, hat man eine große Felsschicht, die die kosmische Strahlung vom Detektor abhält. Hätten wir den Detektor an der Oberfläche, würde er leuchten wie das Polarlicht. Der Neutrino-Jäger Duncan Hepburn geht zu seinem Arbeitsplatz in einem Sonnenobservatorium, wo die Sonne niemals scheint. Dieses Experiment kann uns sowohl die Geheimnisse des Sonnenkerns entschlüsseln, als auch etwas über die Neutrinos selbst erzählen. Wenn man das weiß, sind wir an der ultimativen Bestimmung des Kosmos ganz nahe dran. Beim Neutrino-Observatorium ist Sauberkeit sehr wichtig.
Alles in unserer Welt ist in einem geringen Ausmaß radioaktiv. Unsere einzige Schutzmaßnahme hier ist, die Umgebung extrem sauber zu halten, damit kein Staub in den Detektor gerät. Dieses unterirdische Labor ist sauberer als ein Operationsraum. Duncan muss sich waschen. Jeder hier muss erst einmal duschen. Beim Aufspüren von Neutrinos muss man wissen, sie kommen von der Sonne, durch die Erde, in unser schweres Wasser. Schweres Wasser. Die Wasserstoffatome in diesem Wasser haben ein zusätzliches Neutron. Wenn das von einem Neutrino gestreift wird, löst sich ein Hochgeschwindigkeitsteilchen. Stellen Sie sich ein Billardspiel vor, bei dem eine Kugel plötzlich sehr schnell wird. Es entsteht ein aufsteigender blauer Lichtkegel. Wir haben um das Wasser herum 10.000 Lichtsensoren platziert. Sie sollen das blaue Licht erfassen und zählen. Dieser aufsteigende Lichtkegel zeigt an, aus welcher Richtung das Neutrino kam. Das ist ein sehr wichtiges Signal, denn wir können das mit dem Stand abgleichen, den die Sonne unseren Erkenntnissen nach zur jeweiligen Zeit hat. Neben den Geheimnissen der Sonne kann uns das Sudbury-Experiment noch über wesentlich mehr Aufschluss geben. Es könnte die grundlegendste Frage der Wissenschaft beantworten. Blitze im Wasser können offenbaren, wie viel das Neutrino wiegt. Wenn man das weiß, kann man die Zukunft des Universums vorhersagen. Es gibt mehr Neutrinos als alle anderen Arten von Partikeln im Universum. Auch wenn sie nur eine winzige Masse ausmachen, können sie die derzeitige Ausdehnung beeinflussen, die seit dem Urknall stattfindet und vielleicht in Milliarden von Jahren sogar eine große Krise erzeugen. Doch wie auch immer das Universum endet, unsere Sonne wird viel früher sterben. In 3 Milliarden Jahren verbrennt jegliches Leben. Die Sonne verliert ihre Balance und wechselt heftig zwischen Fusion und Schwerkraft. Der verbleibende Wasserstoff bewegt sich zum Rand und weht davon, während der Heliumkern heller brennt als der Wasserstoff zuvor. Die Sonne bläht sich auf und verschlingt die inneren Planeten. Am Mars schmelzen die Polkappen. Die größere, aber leichtere Sonne verliert ihren Einfluss auf die Planeten. Sie treiben davon. Heiße Windböen zerstören die äußeren Planeten. Vom Saturn bleibt nur noch der Kern. Seine eisigen Ringe schmelzen und verdunsten. Der frühere Gigant Jupiter ist jetzt klein und von seinem Mond Europa überschattet, auf dem die Eisschicht geschmolzen ist und die Ozeane anschwellen. Das Sonnensystem ist nicht wiederzuerkennen. Die Sonne frisst sich selbst, schrumpft zu einem weißen Zwerg und verschlingt die Asche früherer Fusionen. In der Endphase stößt sie enorme Staubschwaden aus, die weit über ihre früheren Planeten hinausreichen. Die Zeit ist vorbei für dieses Sonnensystem. Die Sonne, die einst ihre Kinder nährte und zum Leben erweckte, frisst sie nun auf. Sie schleudert deren Asche in den kosmischen Wind. Es bilden sich Wolken und daraus könnten sich neue Sterne, neue Planeten und vielleicht neues Leben entwickeln.